Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, super coolen Infovideo. Diesmal, ja, seht ihr hier, na, seht ihr nicht, aber es ist Trackmania Nations Forever, ein Rennspiel. Und dieses Spiel, falls ihr jetzt überrascht seid, oh mein Gott, warum ein neues Spiel? Ich habe jetzt 17, nicht doch, ich glaube, es waren 17 Battles gemacht in Sauerbraten. Hab gedacht, okay, jetzt gerade keinen Bock aufzunehmen mehr. Hab's versucht vorhin, hatte dann aber keinen Bock mehr. Nee, hab gedacht, neues Spiel, aber im gleichen Stil, also auch Multiplayer wieder mit anderen zusammen. Parallel zu den Let's Plays, beziehungsweise halt Togethers. Halt so ein Multiplayer-Spiel. Da dachte ich, Trackmania habe ich vor längerer Zeit, vor ein paar Monaten mal gespielt, dann aufgehört, vor einem Jahr vielleicht sogar. Und ja. Das kurze Infovideo, ein Rennspiel, was 2008 erschienen ist. Dann gab es immer Erweiterungen, das hier ist Trackmania Nations Forever, wie ich schon erwähnt habe. Und da besteht aus einem Solo-Spielmodus, wo ich 7.446. in Deutschland bin, 54.766. in Hessen, in Germany 690.000. So viele spielen das, erstaunlich. Und 4 Millionenste auf der Welt. Hier bin ich die Cable, Flex spielt das auch. Und da schon ein richtiger Hesse bin ich. Ja, 7.500. Also das ist nicht gerade weit vorne im Einzelspiel. Ich habe auch nur 41. Da sitzt man 2 Stunden dran, dann hat man mehr als ich. Das ist jetzt kein Problem. Flex spielt es auch, hatte aber auch nur angefangen. Und dann, naja, und da gibt es dann halt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ich zeige das Spiel jetzt einfach mal ein bisschen, einfach so als Info-Ding. Und da brauchen wir gar keine Maus für. Wir starten einfach mal das erste. Und da zeige ich euch erstmal ein wunderschöner Ladebalken. Man vertritt immer sozusagen, man kann natürlich auch. Hier gibt es erstmal, oh, jetzt mache ich erstmal die Maus an die Seite. Das nervt ja runter in die Ecke mit dir. Bleib. Okay, das ist schwer, weil da gerade was drauf liegt. Jetzt mache ich mal alles weg. Okay, so geht es. Man kann hier verschiedene Gegner auswählen. Wir machen natürlich den Goldmedaille. Das sind die verschiedenen Zeiten. Und Bronzemedaille gibt es insgesamt 1. Oh mein Gott, das Spiel gerade bei mir laut ist, kann ich hier nicht leiser stellen. Bronzemedaille gibt insgesamt eine Medaille, Silber 2, Gold 3 und dann gibt es noch die Platinmedaille. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Hier seht ihr meinen Schatten, das war meine Bestleistung. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Und dann gibt es halt, je nachdem, wie gut man ist, auch die Platzierung, die entsprechende 2 Sekunden 7. Das war jetzt einfach nur Mist, aber so seht ihr, läuft jetzt der Singleplayer ab. Dann haben wir hier wieder diese verschiedenen wunderschönen entweder Race oder alle anderen Endurance, Acrobatic und so. Und dann halt auch die verschiedenen schwierigen Schwierigkeitsstufen. Ist ja auch egal. Und dann gibt es noch Partyspiele, das ist entweder an dem Computer oder lokales Netzwerk, also mit anderen zusammen. Editor kann man selber Strecken erstellen, Profil, mein Profil, Explorer. Alles kostenlos, also das ganze Spiel könnt ihr euch kostenlos downloaden. Das ist das Geile, dafür müsst ihr aber bei jeder fünften Runde aussetzen, wenn ihr online spielt. Das ist halt, ihr könnt es natürlich auch kaufen, glaube ich, da gibt es noch ein Kaufding. Da könnt ihr alles freischalten, aber das ist total unnötig. Im Online-Modus bin ich schon a little bit besser. Unter den Top 200.000 der Welt und 474. in Darmstadt, nicht 7.500. Wobei ich war unter den 400 Besten schon und mein Bruder unter den 100 Besten und keine Ahnung. Aber da muss man erst wieder reinkommen. Dann kann man auf Empfohlen. Und man sieht jetzt hier eine Auswahl. Man könnte natürlich auch alle gehen. Dann könnte man jetzt hier Germany, oh, da sind gerade am meisten on. Und dann sehen wir Hessen, ja, nee, okay, dann Berlin und bla 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 und bla bla bla. Aber wir gehen auf Empfohlen und da gehen wir dann zum Beispiel einfach mal auf irgendwas Minilul. Und da sehen wir die Strecken insgesamt um die 22, 23 Sekunden lang, habt ihr gerade kurz rechts gesehen. Und dann erstmal ein relativ kompliziertes Menü überall um den Spieler drum, rum, bum, bum, bum. Ihr wisst schon, was ich meine. Und erstmal sieht man hier. Cool, wunderbar. Am Anfang die Strecke. Und dann sehen wir hier ganz viel. Oben links seht ihr erstmal eine Platzierung. Ich fahre währenddessen schon mal hin, da müsst ihr nicht drauf achten. Okay. Vor der Erfolg gerade. Seht ihr Platzierung 12 davon 16, weil 4 waren noch nicht im Ziel. Und da bin ich halt jetzt auch drunter. Dann seht ihr direkt unter meinem Spoiler, seht ihr was mit Checkpoints.
Und das sind solche, so wie wir gerade hier direkt vor uns sehen, entweder Ringe oder so Bögen, Nardeo-Bögen. Und da sieht man immer, wie viel da ist man in der Zwischenzeit. Beziehungsweise wie schnell ist man langsamer, schneller als davor oder langsamer, wenn man denn schon im Ziel war. Jetzt versuchen wir mit Schwung hier rumzukommen und das klappt auch. Ich weiß nur nicht, wo lang wir jetzt müssen und wie rum wir müssen. Wir mussten an die Seite. Okay. Und das ist so ziemlich das Spielprinzip von dem Dings. Wir könnten hier auch theoretisch nochmal alles aufrufen, die ganzen Spieler. Gut, es waren nur drei im Ziel, weil es niemand schafft, weil diese Strecke einfach nur bescheuert ist. Das sieht man ja auch schon, weil wenn man hier einmal zu weit rauskommt, dann muss man total abbremsen, dann hat man den ganzen Speed verloren. Dann schafft man das nicht mehr über die Rampe. Und wenn man das nicht mehr über die Rampe... Okay, wir haben es geschafft. Dann hat man auf jeden Fall trotzdem Probleme. Da muss man hier rein und dann... Uiuiuiui, mein Gott. Und wo lang jetzt? Hilfe! Ach so, da lang. Ja. Und dann sieht es so am Ende aus. Und dann ist man im Stadion. Alles ist im Stadion aufgebaut. Und unten sieht man übrigens die Zwischenzeiten und ja, noch ein Versuch und dann gehen wir hier auch wieder raus und gehen dann auf einen richtigen guten Server und nicht so ein Kack wie hier. Das ist natürlich auch ein richtiger Server, aber kein guter, den mag ich nicht. Nein, nein, Hilfe! Und jetzt? Wo lang? Da war richtig, oder? Ich habe null Plan. Leute, ich habe null Plan. Und jetzt, wenn man zurückfährt, machen es manche Serverhersteller rein. Oh, wir sehen, wie lange man fährt. Und hier sehen wir eine perfekte Runde. Aus der First-Person-Sicht, also First-Raceman Pilot, ihr wisst schon. Und dann fährt man hier rüber, so weit waren wir. Okay, und da muss man da gerade hoch und das haben wir verpeilt. Und dann wären wir im Ziel gewesen. Das hätten wir geschafft, dann wären wir zumindest unter die besten 7 gekommen. Vielleicht sogar 6, weil der 7. der Spanier nicht so ganz dolle war. Gut, dann gehen wir hier jetzt raus. Hier würde man jetzt sehen, die Platzierung. Da gehen wir aber raus, bevor es neu lädt. Und dann müsste man das alles nochmal machen. Ja, man sieht schon wunderbar. Germany und Italien. Das ist knapp hier. Und French Open Music. Ich glaube, es ist immer pro Tag, diese ganze Dings. Das wäre ja so, würde sonst gar nicht gehen. Ich habe hier insgesamt schon 57.000. Es irritiert mich gerade ein bisschen. Okay. Dann wäre ich insgesamt gesehen. Achtung, man kann ja hier weiter runtergehen. 57.000, müsst ihr euch mal vorstellen. Hier gibt es übrigens jedes Land, wie ihr gerade mal seht. Gut, Libyen ist noch vor mir. Aber ich bin nicht letzter. Naja, doch, wäre ich dann. Mist. Okay. Und dann gibt es natürlich noch den Editor, da kann man neue Strecken machen, den Wagen lackieren. Das dauert jetzt aber zu lang, ist eigentlich unnötig, machen wir eh nicht. Ja, das wäre es soweit zu dem Spiel. Relativ cool, gerade relativ unerfolgreich, weil es einfach nur blöd war, weil ich einfach willkürlich in irgendeinen Server eingegangen bin. Sonst sehe ich auch die Strecken. Wir können theoretisch solo machen, wir können theoretisch online machen, aber online ist, denke ich, irgendwie cooler. Ja, also bis zu dem ersten Let's Race, so heißt es dann nämlich, löst das Let's Battle ab. Dann machen wir ähnlich viele Parts, wie vielleicht bei Sauerbraten, mal sehen. Vielleicht nur 10, vielleicht auch 20, vielleicht auch 30, je nachdem, wie ich dazu auch Bock habe. Und wie es andere drauf Bock haben, natürlich auch. Aber es muss mir ja auch Spaß machen. Also sage ich damit ciao und wir sehen uns dann bei dem ersten Let's Race oder bei einem anderen Let's Play von vielleicht irgendwelchen Spielen, welche auch gerade ich spiele. Also, ciao.